Hallo und herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal. Wir sind bei LS19 und heute mal wieder zu einer Mod-Vorstellung, denn wir haben jetzt mal das größte Mod-Paket bekommen, was es überhaupt gibt auf der Konsole. Wie ihr seht, hier steht hier schon jede Menge, das werden wir uns gleich anschauen. Und da wieder viele gefragt haben, ob ich nicht wieder Mod-Vorstellungen machen kann, dachte ich mal, machen wir es heute mal wieder, weil mit dem Paket lohnt es sich auf jeden Fall. Aber wir starten jetzt mal mit was anderes Geiles, und zwar haben wir Schweinefutter Silos bekommen. Dieser wäre zum Beispiel zum Kaufen. Das ist Schweinefutter Shop. Ich habe die jetzt mal farblich alle unterschiedlich gemacht, damit man es erkennt. Das ist das Silo. Hier können wir Schweinefutter lagern. Ist sehr praktisch. Kann man dort kaufen, hier lagern. Fertig. Und hier haben wir den Verkauf für Schweinefutter. Ich weiß noch nicht, wie teuer es ist. Wir holen uns mal fixen Anhänger vom Shop. Einfach um mal zu gucken, was der Unterschied oder was wie teuer das Schweinefutter gegenüber die Pickpacks ist. Die ist super vorbereitet, aber man kennt es von mir, ne? Man kennt es. Gelände des Händlers. Dann gucken wir mal, wie das wird mit dem Schweinefutter. So 1000 Liter passen hier rein, da bin ich ja mal gespannt. Hat ja niemand gesehen. Alter, der quält sich aber ganz schön mit dem kleinen Anhänger dran. Das ist so heftig. Meine Foto haben wir noch voll das Ding. Zack, für 4000 Liter haben wir jetzt bezahlt 2799 Euro. Dürfte also billiger sein wie. Halt, da müssen wir hin. 1000 bezahlt für 4000 Euro. Für 5 wir hier für 4 bezahlen. Also bist du mit dem Ding auf jeden Fall günstiger wie mit den Big Bags. Und gucken wir, ob das auch funktioniert und vernünftig mit dem Einlagern und wieder rausholen und was wir für einen Verkauf bekommen. So, manchmal hat man ja das Glück, wenn man verkauft, dass man ein bisschen mehr bei rauskriegt, ne? Also Einlagern funktioniert schon mal wunderbar. So, gucken wir, was wir jetzt im Preis bekommen. Ja, 10.000, also man würde sogar Plus machen. Also für die Leute, die es wissen wollen, wenn man Schweinefutter verkauft, macht man Plus. Also für mich schon mal wieder Schwachsinn, das brauche ich nicht, den Verkauf. Aber den Kauf und das Lager, das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Kann man, wenn man Geld hat, kaufen, einlagern, fertig. Aber wir schauen uns das Ganze natürlich auch mal im Shop an. Da haben wir sie. Wie gesagt, man kriegt sie in verschiedenen Farben. Fangen wir hier vorne an. Das ist der Kauf. Wie ihr seht, mit mehreren Farben kostet 75.000 Euro. Ist natürlich eine Menge Schotter. Für Ballett 7 Slots. 8 Slots verbraucht das Silo. Das können wir 100.000 Liter einlagern. Kostet auch 75.000 Euro. Und der Shop kostet genauso viel. Also das vom Preis her geht's eigentlich. Es ist halt sehr hilfreich für Leute, die wirklich
auf extreme Schweine gehen. Also ich denke mal, auf unseren Schweinehof wird das, könnte das zum Anfang im Einsatz sein, bis wir wirklich genug eingelagert haben. Mal gucken. So, dann haben wir eine schöne Halle gekriegt. Die kleine Dynamik können wir mal ignorieren, die gehört nicht dazu. Ich weiß nicht, warum ich die jetzt gestellt habe. Die sieht optisch wirklich schon geil aus, wenn man drauf zukommt. Schauen wir uns das Ganze mal an. Oh ja, hier kriegt man schon ganz schön viele Maschinen hingestellt. Aber ich denke mal, hauptsächlich sollen die alle in diesen kleinen Kammern reingefahren werden. Also man kann sie als Maschinenhalle oder halt auch als Getreidehalle nutzen. Man muss sie halt erstmal mit den Toren einfuchsen. Licht funktioniert. Oh ja, hier kriegt man auf jeden Fall so einiges rein, ne? Tür geht nicht auf. Aber man kann hier wirklich so einiges reinfahren. Die geht auch nicht auf. Haben wir denn noch ein Tor, dass man da irgendwie anders reinkommt? Nö, man kommt also nur von hier aus rein. Gut, mit Anhängern hier rein zu rangieren wird schon nicht so einfach sein, ne? Halt, unter Hallen finden wir das gute Stück. Hier finden wir schon die anderen. Kostet 75.000 Euro und das soll halt als... Na, hier steht jetzt nur dieses Objekt. Dient nur der Dekoration. Ah, ja. Also ein Ding steht auf jeden Fall drin als Getreidelager oder halt als Maschinenlager. Aber das wird ganz schön eng hier mit den Maschinen reinkommen. Also optisch sieht es auf jeden Fall geil aus, muss man schon sagen. Könnte man eher denken, dass es ein großer Stall oder sowas ist. Aber für den Preis, naja. Da haben wir schon extrem geilere Hallen gekriegt, ne? 75.000 Euro. Ach Gott. Jetzt gehen wir mal zu den großen Modpack, was gekommen ist. Wir starten nochmal mit den Hallen, die gekommen sind. Das sind die verschiedenen Hallen hier. Unterstände. Passt auf jeden Fall jede Menge rein, also auch optisch sehr schick gelungen. Und auch mal andere Geräusche bei den Toren, ne? Oh, die sieht geil aus, auch von innen. Man sieht hier so richtig geil die ganzen Leimbinde. Die hat auf jeden Fall was. Mal schauen, ich glaube, das müsste auch noch eine Halle sein, ne? Ja. Also dieses Paket enthält Hallen, es enthält ein Heizkraftwerk. Hier ist ein Trigger drin. Ach, das ist ein Silo, das könnte das Silo sein, ne? Schauen wir gleich mal. Ach ne, Silo gab's ja nicht. Wir gucken uns das Ganze gleich mal im Modhub an. Oh, wie ihr seht, mehr als genug Tore, also man kann hier schon was Geiles reinstellen. Eine sehr schicke Halle. Gehen wir uns das Ganze mal angucken. Ja, wir haben das kleine Objekt für 25.000 Euro. Große Getreidehalle. Das ist doch eine Getreidehalle. Müsste man mal ausprobieren irgendwann. Auf jeden Fall, die kostet 85.000 Euro. Das Maschinenhaus kostet 75.000. Die haben wir auch noch stehen. Das gucken wir uns auch gleich an. Offene Maschinenhalle 85.000 Euro. Also, für die schicken Objekte, muss ich sagen, geht das preislich, ne? Also, hier, warte mal, die Maschinenhalle habe ich nicht gestellt, weil ich die Getreidehalle hatte, ne? 1, 2, 3, ja, deswegen nicht. Das kriegen wir aber noch hin. Um Geld sollte ja jetzt nicht gerade scheitern. Aber ich denke mal, die wird von Aufbau genauso sein wie die andere eben. Auch drei Tore drin. Also optisch eine sehr schöne Halle. Also ich muss mal sagen, dieses Mod-Paket ist wirklich genial. So, auf jeden Fall. Wie gesagt, die Hallen haben wir uns jetzt angeguckt. Dann kam dazu ein Heizkraftwerk. Das findet ihr unter Diverses. Da ist es. Bio-Heizwerk. Da könnt ihr Hackschnitzel drin verkaufen. Muss man mal irgendwann mal ausprobieren, was das bringt. Ich denke mal, auf unserer Forstkarte werden wir das relativ schnell nutzen. Finde ich aber cool, dass wir sowas auch schon mal wieder reingekriegt haben. Dann gehört zu diesem Mod-Paket ein Gülle-Lager. Das wird das gute Stück.
Hups, wir hüpfen da mal rauf, wir fallen nicht rein. Das findet ihr unter Silos. Für 90.000 Euro, 400.000 Liter passen rein. Gülle und Gärreste, das finde ich ganz cool. Gehört halt zu diesem Mob-Paket, da muss man nicht das Ganze einzeln da haben. Was kostet das Heizkraftwerk? 175.000, ich weiß gar nicht, haben wir unter Diverses auch noch was? Nö, haben wir nichts gekriegt. Gut, auf jeden Fall haben wir das auch ein Gülle-Lager gekriegt, das finde ich eigentlich ganz praktisch, kann man mehrere hinstellen. Muss man nicht die einzelnen nehmen, die es da jetzt auch schon gibt. Aber ich finde, das sieht optisch wirklich richtig geil aus. Aber jetzt kommen wir zu dem, was zu dem Paket auch noch gehört. Und zwar diverse Ställe. Das ist ein riesiger Stall. Das könnte der Hühnerstall sein, ne? Kommen wir hier überhaupt rein? Scheint nicht so, ne? Sieht auf jeden Fall nach einem Hühnerstall aus. Da standen auch gerade die... Aber es sieht nicht so aus, als ob wir hier reinkommen. Ah, das ist der Hühnerstall. Das ist natürlich schade, wir kommen ins Objekt nicht rein. Das finde ich jetzt nicht so schön. Aber ich kann schon mal sagen, man kriegt auf jeden Fall 500 Hühner in diesen Stall rein. Also das ist natürlich schon wieder eine Hausnummer, ne? So, hier vorne war der Trigger, wir gucken mal. Ja, das ist der große Hühnerstall, da gucken wir uns auch mal an. Schweinestall, Kuhstall, Hühnerstall. 495.000 Euro kostet er. 500 Hühner passen rein. Ist natürlich schon eine Hausnummer. Dann haben wir noch einen Kuhstall gekriegt für 585.000. Hier passen 120 rein. Gucken wir uns gleich alles noch in Ruhe an. Und auch ein Schweinestall. Hier passen auch 500 Schweine rein. Den finde ich sehr interessant. Was ich schade finde, dass wieder kein Schafstall dabei ist. Ich weiß nicht warum. Aber Schafstelle kommen ganz schön wenig so als Objekte rein, ne? Ja, das ist auf jeden Fall die Kuhweide. Ich würde mal sagen, hier kommen wir auch nicht weiter rein. Oh doch, hier kommen wir rein. Da gehört auch gleich... Hier, denke ich mal, wird das Mist gelagert. Also im Kuhstall kommen wir rein. Das ist schon mal schön. Aber dass wir im Hühnerstall nicht reinkommen, finde ich schade. Aber auch optisch sehr schön gemacht. Aber Hühnerstall habe ich ja meinen Favoriten gefunden. Hier ist wieder dieselbe Güllegrube, wie wir drüben stehen haben. Sieht natürlich noch schön... neu und leer aus. Schöne große Kuhweide dran. Das finde ich optisch natürlich sehr schön. Also der Kuhstall sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Vor allen Dingen auch eine schön große Wiese, ne? Also Kühe können sich nicht beschweren. Und jetzt gehen wir uns mal den schönen Schweinestall angucken. Hier kommt Mist hin, da kommt die Gülle hin, hier kommt das Futter rein. Hier kommen wir wohl auch nicht rein, oder? Na, wir gucken mal. Wir laufen mal rum ums Objekt. Also ich muss sagen, dieses Paket ist aber schon wirklich sehr gelungen. Hier kommt das Wasser rein. Hier werden die Schweine angenommen. Also wenn wir die Schweine holen, werden wir von den Schweinen nichts sehen, weil die einfach nur da drin sind. Das ist natürlich... Hier kommt das Stroh hin. Das ist natürlich auch wieder schade. Hier passen zwar 500 Schweine rein, aber wir sehen davon nichts, ne? Ich finde, wenn man schon die Stelle stellt, muss man das sehen. Ich hoffe mal, dass da noch ein bisschen nachgearbeitet wird. Aber sonst ist das wirklich ein geniales Pack. Alleine diese ganzen Hallen. Aber finde ich schade, dass man jetzt hier nicht reinkommt oder auch die Schweine kein Außengehege haben, ne? Aber da muss ich ja sagen, stellemäßig haben wir ja schon wirklich viel gekriegt. Aber trotzdem ist das wirklich ein geniales Modpack. Ihr könnt mir ja mal gerne eure Meinung darunter schreiben, was ihr davon haltet. Und ja, damit sind wir jetzt mal am Ende von diesem Video. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir doch ein Däumchen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. An die Neuen lasst ein Abo da, teilt das Video gerne weiter und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.